Hallo und herzlich willkommen, liebe Besser Aktien. Aktienfreunde, liebe Freunde langfristig steigender Kurse und Dividenden. Herzlich willkommen zum Standarddepot Teil 8. Heute gucken wir uns drei Lebensmittelaktien an oder drei Aktien im Sektor Nahrungsmittel. Wird auch gleich eine Überraschung geben, dann, wenn wir zu den einzelnen Aktien kommen, denke ich. Wird aber jedenfalls eine spannende Sache sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Bevor ich die Aktien vorstelle und wir am Ende dann die Abstimmung machen, möchte ich mich mal noch für die ganzen Kommentare bedanken. Das macht wirklich Spaß, das Starter Depot, weil so viel tolles Feedback kommt. Und ich sehe auch, dass tatsächlich einige Leute sich jetzt neu für die Aktie begeistern. Und es ist ja genau das auch, was ich möchte. Ich möchte ja, dass ihr von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitiert, indem ihr in Aktien investiert. Es gab einen kleinen Facelift auf der Seite. Hier habe ich jetzt nämlich den Slogan geschrieben, weil das ist, was für mich wirklich das Essentielle ist. Das ist meine treibende Kraft, weil ich möchte, dass möglichst viele Leute die Aktie entdecken. Und es gab aber in den Kommentaren zwei Kommentare, die auch Zweifel ja, laut werden ließen. Und ich denke, das sind Zweifel, die von vielen geteilt werden. Deshalb möchte ich jetzt erstmal darauf näher eingehen. Und zwar muss ich jetzt erstmal zurückgehen. Hier ist es. Max hat mir auf YouTube einen Kommentar geschrieben und den fand ich so wichtig, dass ich den gestern bei Helden der finanziellen Freiheit im Update gepostet habe und dann auch nochmal meine Antwort etwas ausführlicher als auf YouTube auch gepostet habe, unter anderem mit vielen Links. Also Max schreibt zuerst, dass er eben erkannt hat, dass Aktien eine Möglichkeit bieten, sein Geld anzulegen, dass er sich damit beschäftigen möchte. Das steht hier. Und dann, das lese ich jetzt mal vor. Ich weiß, dass man sehr viel Geld mit Aktien verlieren kann. Du erwähnst das ja auch in jedem deiner Videos. Allerdings würde ich gerne von dir wissen, was dir das Vertrauen gibt, dass der Weltmarkt nicht bald einbricht, beziehungsweise dass deine bestehenden Aktien relativ sicher sind. So, ich denke, die Frage wird von vielen geteilt, die erkannt haben, dass Aktien an sich eine gute Anlageform sind, die auch langfristig Rendite verspricht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Haben wir oder leben wir ja in einer Welt in Dauerkrisenmodus. Wir haben ja die Finanzkrise gehabt, gefolgt von der Schuldenkrise. Vorher war die Immobilienkrise und dann haben wir noch eine Europakrise, wir haben eine Handelskrise und was weiß ich noch alles. Und im Prinzip, meist ist es so, dass die eine Krise die Folge von der vorherigen Krise ist. Also die zuerst kam die Haus- und Finanzkrise in den USA oder Subprime-Krise. Dann gab es die Wirtschaftskrise deshalb. Dann mussten die Banken gerettet werden mit Geld vom Staat. Dann haben wir jetzt die Schuldenkrise, weil die Staaten überschuldet sind. Und jetzt haben wir eben die Nullzinspolitik mit allen Folgen, eben mit der schleichenden Enteignung des typischen deutschen Sparers, der sein Geld in Sparbüchern, Lebensversicherungen und so weiter hat. Und zum anderen eben die von Markus Krall angesprochene Zombifizierung der Wirtschaft, dass wir eben Wirtschaftsteilnehmer haben, die bei einem funktionierenden Kredit- und Kapitalmarkt nicht mehr in der Wirtschaft wären, sondern pleite gegangen wären. Und das ist ein Prozess, da könnte man erstmal sagen, es ist gut, dass sie nicht pleite gegangen sind, aber das Problem ist, die werden irgendwann pleite gehen, wenn der Kredit und Kapitalmarkt wieder normal funktioniert, also wenn es wieder Zinsen gibt. Nun ja, das Problem ist, dass wir große Probleme haben, ja, dass die Probleme nicht gelöst werden, sondern sie werden von den Politikern verschleppt. Das heißt, mit anderen Worten, die Lunte brennt. Irgendwann wird es zu einer Explosion kommen. Das ist auch meine Meinung. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange die Lunte ist, weil die Politik versucht halt alles zu tun, um die Probleme weiter zu verschleppen, damit es eben nicht zur ja, Explosion quasi kommt. Und man sieht ja in Japan, wie lange sowas laufen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eben jetzt schon den Effekt, dass man schleichend enteignet wird. Und dem muss man halt irgendwie entgehen. Und wenn man sein Geld in die Aktien der besten Unternehmen steckt und in erfolgversprechende Unternehmen, auf der anderen Seite, dann wissen wir eben, dass man langfristig, also dass man kurzfristig Geld verlieren kann, dass man langfristig aber gute Chancen hat auf eine Rendite. Und
Insofern halte ich ein Investment für Aktien, vor allem so wie wir es jetzt machen, den langsam geordneten Einstieg über Sparpläne, für durchaus plausibel. Dann gibt es noch einen anderen Kommentar und ich weiß genau nicht mehr, wer es gepostet hat, aber da ging es um die Finanztransaktionssteuer, ob die Aktie jetzt uninteressant wird als Anlageform, weil die Finanztransaktionssteuer möglicherweise kommt und ja vielleicht auch weiter steigt oder vielleicht noch irgendwie weitere Stöcke in die Speichen der Aktionäre geworfen werden. Meine Meinung ist, die Finanztransaktionssteuer ist ordnungspolitisch ein falsches Signal. Bestraft werden ja diejenigen, die langfristig in Aktien investieren. Natürlich werden die Trader auch bestraft, aber natürlich nur die, die mit Aktien handeln oder spekulieren und nicht die, die mit Derivaten spekulieren. Also ordnungspolitisch ist es das falsche Signal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vermutlich werden die Kosten nicht so hoch sein, wenn es um 0,1-0,2% vom Kaufvolumen vielleicht sind. Das wird nicht so hoch sein, dass es für uns effektiv ein Problem darstellen wird, weiter in Aktien zu investieren. Und da ich eben relativ wenig Alternativen sehe, halte ich auch weiterhin an der Aktie fest. Vor allem eben an soliden Aktien. An Aktien, wie ich sie hier ja auch versuche zu empfehlen. Dann gehen wir jetzt zum Starterdepot oder vielleicht kurz zum Disclaimer. Risikohinweis passt ja gerade gut zu dem, was ich gesagt habe. Mit Aktien kann man Geld verlieren, insbesondere kurzfristig. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, wo die Kurse morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr sein werden. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Bitte beschäftigt sich jeder selber auch mit der Aktie als Anlageform und nicht blind nachhandeln. So, dann gehen wir mal zum Starterdepot selbst. Ich habe ja meine Seite wachstumswerte.net ein bisschen dafür missbraucht und bilde das Starterdepot ab, plus minus, welche Aktien sind drin und so weiter und vor allem ja auch hier die Strategie. Und wir haben hier die Gewichtung nach Branchen. In jedem Video decken wir eine Branche ab. Es geht so ganz eben hier im Uhrzeigersinn. Und wir sind jetzt im letzten Video ging es um Gesundheit, den Bereich, und da hat gewonnen Fresenius mit gut 60% der Stimmen. Ich habe die Abstimmungsergebnisse auch hier unten. Hier sind sie. Und hier sind auch dann die Links zu den einzelnen Videos. Fresenius hat gewonnen mit 63%. Es wird dann der erste Sparplan sein mit einer deutschen Aktie. Vorher haben wir immer US-Aktien gewonnen. United Health Group mit 25%. Medtronic mit 12%. Mein Depot bzw. bei Consors sieht dann hier aus wie folgt. Ich habe die Sparpläne jetzt alle ja schon drin. Fresenius habe ich kurz vor dem Video eingerichtet, den Sparplan. Wir investieren ja immer mit 500 Euro im Monat. Und ich habe hier auf dem Verrechnungskonto 450 Euro, weil zwei Sparpläne sind eben schon ausgeführt worden. Das sieht man hier. Mit beiden tatsächlich auch schon im Plus, der steigenden Kurse sei Dank. Und ich führe immer zum ersten aus. Wer übrigens ein Depot braucht, der kann das dann hier eröffnen. Unter diesem Link gibt es ein Starterpaket, was ich geschnürt habe. Absicht ist, eine Win-Win-Win-Situation zu machen. Dreimal Win, nicht zweimal Win. Mir geht es natürlich darum, dass du zum einen profitierst, weil du brauchst ja einen sparplanfähigen Broker, also einen Broker, der Sparpläne anbietet. Da gibt es Consors und Comdirect. Und du kriegst dann noch hier eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf, über 90 Tage hier. Wir bekommen natürlich eine Prämie, hast du dir wahrscheinlich fast gedacht, und davon reichen wir eben, also eine Provision, davon reichen wir eben was weiter in Form der Vollmitgliedschaft. Und der Broker selbst, der bekommt ja auch was, der bekommt einen guten Kunden hoffentlich, der das Depot auch tatsächlich nutzen möchte, um eben von langfristig steigenden Kunden, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Gut. Dann geht es aber jetzt mal weiter, und zwar beschäftigen wir uns jetzt hier mit totalen Klassikern, und zwar mit Lebensmittelaktien. Wir suchen uns jetzt also eine Aktie aus oder aus dem Bereich, ja, eine Aktie aus dem Bereich Lebensmittel, für die wir dann Sparplan anlegen werden. Und es ist wahrscheinlich überraschend, es werden nicht die Aktien sein, an die du jetzt wahrscheinlich denkst. Ganz kurz noch, wer zur Anlagestrategie vom Starterdepot mehr wissen möchte, kann auf den Link hier klicken. Jetzt aber gehen wir mal zur Aktienanalyse, und die machen wir im Aktienfinder. So, ich habe schon mal einen Merkzettel angelegt, in dem ich die drei Aktien aufgenommen habe. Der heißt Lebensmittel, und der wird jetzt wahrscheinlich etwas auf die falsche Spur führen. Wenn ich den jetzt mal anwende und danach filter, dann sehen wir, um welche Aktien es hier geht.
Das Ranking ist etwas niedrig, weil es ist ein Ranking, was allein aufs Gewinnwachstum geht. Wir können hier ein Dividendenwachstum einstellen. Da sieht man auch sofort, dass die Punktzahl etwas nach oben geht, weil dann eben noch andere Kriterien wie beispielsweise die Dividende, nicht die Rente, eine Rolle spielen. Und wir haben jetzt hier also Coca-Cola, Pepsi und Diageo und die treten gegeneinander an, sind alles Aktien, die zwar unter der oder in der Branche Lebensmittel subsumiert werden, aber wenn man hier dann tiefer eintaucht in den Sektor, dann sieht man, wir bewegen uns hier hauptsächlich im Bereich der Getränke, Coca-Cola und Pepsi im Bereich der alkoholfreien Getränke und Diageo ist schon etwas für die härteren Getränke zuständig. So, und dann würde ich einfach sagen, wir gucken uns die jetzt mal an. Und ich halte es für ziemlich spannend und am Ende gibt es dann die Abstimmung, welche von diesen Aktien wir in den Sparplan aufnehmen. Die Nummer 1 wäre jetzt erstmal hier Coca-Cola. Und hier sehen wir das Ganze. Ich habe mal das Layout ein bisschen anders als sonst, das Chart-Layout geändert. Normalerweise oft sieht es so aus. Ja, wir lassen es auch erstmal so vielleicht. Coca-Cola ist, denke ich, jedem ein Begriff, hat schon mal jeder getrunken. Coca-Cola als Unternehmen, was machen die? Das sorgt vielleicht schon beim einen oder anderen für Überraschung. Sie sind nämlich nicht diejenigen, die Coca-Cola, also das Endprodukt, produzieren. Die sind eher diejenigen, die Sirupfabriken betreiben hauptsächlich und die im Prinzip die Grundrezeptur mixen und dann weiterverkaufen an Abfüllanlagen, die wiederum dann in das Konzentrat beispielsweise Wasser kippen, sodass am Ende dann tatsächlich Coca-Cola oder andere Getränke rauskommen. Coca-Cola natürlich mit Abstand das bekannteste Getränk, was knapp die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Warum ist es wichtig zu wissen, dass Coca-Cola eher was Vorgelagertes macht und nachgelagert dann diese Abfüller sind? Das werden wir gleich sehen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das Ganze fundamental ein bisschen an. Und wir haben ja hier die Fundamentaldaten von 1999 bis geschätzt die nächsten Jahre. Es wird ja noch länger gehen, wenn ich den Zoom abstelle, aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Was zunächst auffällt, das sind, gucken wir mal hier, die Umsätze und die operativen Margen. Und dann sehen wir, dass die Umsätze keineswegs, also sie steigen zwar langfristig gesehen, aber sie steigen nicht konstant. Wir haben hier ein Umsatzwachstum, ein sehr starkes von 2009 auf 2011 und seitdem im Prinzip rückläufige Umsätze und laut den Analysten dann wieder anziehende Umsätze. Und bei den Margen ist es im Prinzip spiegelbildlich, als die Umsätze anstiegen, gingen die Margen nach unten und jetzt, wo die Umsätze wieder zurückgehen, gehen die Margen wieder nach oben. Das ist natürlich wie so oft, wenn man fundamental sich eine langfristige Entwicklung anschaut, etwas fragwürdig, was da passiert ist. Und die Antwort hat mit den Abfüllern zu tun. Coca-Cola hat Abfüller gekauft, nämlich hier, als dann die Umsätze nach oben gingen. Da muss man jetzt zwei Dinge wissen. Zum einen werden die Umsätze von Coca-Cola sind eigentlich die Umsätze, die sie mit den Abfüllern machen. Nicht die Umsätze, die sie mit dem Endverbraucher, also uns, machen. Das heißt, wenn Coca-Cola an die Abfüller was verkauft und mit denen Umsätze macht, dann sind die Umsätze niedriger, als wenn Coca-Cola selbst als Abfüller tätig wird und dann an die Endverbraucher verkauft. Das ist ja quasi, dann bekommt er mehr in die Kasse rein. Und genau das ist hier passiert. Sie haben Abfüller gekauft in Nordamerika, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind die Umsätze angesprungen, weil sie dann quasi direkt an die Endverbraucher verkauft haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses Geschäft mit dem das Abfüllgeschäft relativ kapitalintensiv und etwas margenschwächer. Gingen also dann die operativen Margen nach unten von 26,5% dann auf knapp 22%. Und später wurden dann die Abfüllanlagen wieder verkauft, sodass dann die Umsätze wieder nach unten gegangen sind und die Margen wieder nach oben gegangen sind. Also genau das Gegenteil von dem, was hier passiert ist, ist dann hier passiert. Warum man das jetzt genau gemacht hat, warum man sich entschieden hat, in Nordamerika dann hier die Abfüllanlagen zu kaufen und ob es doch nicht so geklappt hat und so weiter, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber was ich gesagt habe, reicht erstmal, um das ganze Fundamentale hier zu erklären. Allgemein ist es so, dass bei Coca-Cola wie auch
allgemein fast im Lebensmittelbereich die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Coca-Cola geht vom Gewinn aus oder Umsatzwachstum, na, Gewinnwachstum zwischen 4 und 6%, wenn ich mich richtig erinnert habe. Und es trinken schon so viele Leute Coca-Cola, dass das vor allem durch das Preiswachstum kommt, also durch Preisanhebungen bzw. kommen soll. Wenn man aber auf die Pro-Aktie-Kennzahlen guckt, dann gibt es ja noch einen anderen Treiber, der den Aktionären Freude bereiten kann. Das sind ja Aktienrückkäufe. Und auch das spielt bei Coca-Cola eine Rolle. Wie sollte es anders sein? Ist ja ein US-Unternehmen. Und gucken wir uns aber erstmal hier die fundamentalen Zahlen an. Wir sehen erstmal schöne blaue Balken. Das sind die Dividenden, die Jahr für Jahr steigen. Wir gucken uns am Ende nochmal an, die dividendenbasierten Kennzahlen aller drei Kandidaten. Dann sehen wir, dass hier Coca-Cola seit Jahrzehnten die Dividenden steigert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir zwar auch steigende Gewinne und operative Cashflows. Bis 2013 war das ziemlich gut. Oder bis 2012 muss man sagen. Also bis hier quasi. Und dann gab es eher eine problematischere Zeit. Und wir hoffen, dass Coca-Cola jetzt diese Zeit überwunden hat und dass dann den Analysten entsprechend die Gewinne pro Aktie auch und ob Cashflows wieder anziehen sollen. Der freie Cashflow können wir auch einblenden. Und da sehen wir, dass die laufende Dividende durch den freien Cashflow nicht komplett gedeckt ist. Wir werden da auch noch mehr uns anschauen, wenn es so um die Sicherheit der Dividende geht, und zwar genau jetzt. Dann ändere ich mal kurz das Layout. Und gucken wir uns jetzt die Dividenden an, ob Coca-Cola die Dividenden vermutlich kürzen wird oder muss, weil die Dividenden sind nicht gedeckt, habe ich ja gerade eben selber gesagt. Und da möchte ich aber jetzt erstmal eine Entwarnung geben. Also was wir sehen, ist eben hier die Unterdeckung. Das ist, sieht man nochmal ein bisschen schöner, wenn man sie nur die Tilgungskraft anzeigt, also den freien Cashflow abzüglich den Dividenden. Da sehen wir, dass wir hier im Jahr Geschäftsjahr 2017 eine Milliarde fast drauflegen mussten, um die Dividenden zu finanzieren. Und Geschäftsjahr 2018 waren es noch 365 Millionen, also schon weniger. Und laut dem letzten Quartal 325. Also das Defizit schmilzt quasi. Das ist das eine. Und jetzt die andere Frage ist diese Finanzierung aus der Substanz, das ist ja nichts anderes, beunruhigend. Und da ist es hilfreich, wenn man sich Cash und leicht zu Cash machende Wertpapiere mal anschaut, weil das ist ja im Prinzip die Substanz, aus der die Liquidität abfließen muss. Und wenn man hier die letzten vier Quartale anschaut, dann sehen wir eben die Unterdeckung von 325 Millionen Euro. Dem stehen Cash und Wertpapiere gegenüber von knapp 12 Milliarden. Das heißt, aus meiner Sicht kann Coca-Cola das eine Weile so weiter treiben. Das ist das Erste. Und wir sehen jetzt schon, dass die Unterdeckung zurückgeht. Das ist das Zweite. Und zum Dritten haben wir relativ optimistische Prognosen für die Zukunft, sodass auch der Free Cashflow wieder höher sein sollte. Und ich tue mich mal dem Optimismus der Analysten anschließen und behaupte oder gehe davon aus, dass es wahrscheinlich das Szenario ist, dass wir dann auch wieder eine Deckung der Dividenden haben werden. Die Dividenden sollen ja auch weiter wachsen. Momentan 1,58, bis Ende des Geschäftsjahres 1,59, also ein ganzer Cent. Und dann aber wieder etwas stärker mit 8 Cent mehr und dann hier 10 Cent mehr. Gut, das wäre die Sicherheit der Dividende. Und was wir hier ja sehen, das ist ja noch ein weiterer Glücksbringer für Aktionäre. Die sind ja die Aktienrückkäufe und das habe ich ja hier ausgerechnet. Bei Coca-Cola werden so zwischen 1 und 2% in der Regel Aktien zugekauft. Jetzt in den letzten Jahren war es ein bisschen weniger. Und auf die letzten Monate bezogen haben die Aktien sich sogar vermehrt. Ja, wie kann denn das sein? Das liegt, vermute ich, an den Mitarbeiteraktien, die Coca-Cola laufend ausgeben muss. Und da werden quasi die Aktien, die sie zurückgekauft haben, das sieht man ja hier, Treasury Stocks, die werden ja nicht vernichtet, die werden ja eingebunkert sozusagen. Die werden dann wieder ausgegeben an die Mitarbeiter. Und wenn man mal, es führt dazu, dass wenn man einmal keine Aktien oder weniger Aktien zukauft als die, die ausgegeben werden, dann ist die Rückkaufquote negativ, dann haben sich die Aktien eben vermehrt. Das passiert immer mal wieder, wie man hier auch sieht.
sollte aber kein Grund zur Beunruhigung sein. Allgemein sieht man übrigens, dass das relativ wenig ausmacht. Hier sieht man dann Gewinn und Gewinn pro Aktie bereinigt, das heißt um die Aktienrückkäufe bereinigt. Und man sieht, hier macht es gar nichts aus, kein Cent. Hier macht es einen einzigen Cent aus, wo der Gewinn quasi durch Aktienrückkäufe erhöht worden ist. Hier macht es auch einen Cent aus, hier auch einen Cent. Also das ist nicht allzu viel. Natürlich über die Zeit, wenn man sehr lange die Aktie hält, dann macht es natürlich doch was aus. Gucken wir uns mal die Bewertung an, die aktuelle. Da möchte ich mal ein bisschen näher reinzoomen. Was sehen wir da? Wir sehen erstmal, dass die Dividendenrendite jetzt gerade mal einen niedrigen Punkt erreicht hat mit 3,03%. Das ist eben immer noch mehr als auf dem Sparbuch. Vor allem steht ein Plus davor und kein Minus. Aber wenn wir vorher, also schon vor ein paar Monaten die Aktie gekauft hätten, dann hätten wir ja bis zu 3,75% gekriegt. Das wäre natürlich mehr gewesen auf der einen Seite. Im Dividendenturbo sieht man das übrigens nochmal sehr, sehr viel besser und auch auf monatlicher Ebene und mit zusätzlichen Daten. Aber das sollte uns jetzt erstmal reichen. Und hier sehen wir dann die Bewertung der Aktie anhand eines fairen Werts. Und wir sehen hier übrigens auch, dass der Kurs angezogen hat. Das sehen wir hier jetzt ein bisschen schöner. Der durchschnittliche Kurs waren 45 US-Dollar im Geschäfts- und Kalenderjahr 2018. Momentan kostet die Aktie eben 52 US-Dollar, 7 US-Dollar mehr. Was dazu führt, dass die Aktie basierend auf dem aktuellen Gewinn und operativen Cashflow und der historischen Bewertung etwas teuer scheint. Da wäre die Aktie zwischen 36 und 41 US-Dollar wert. Momentan, wie gesagt, 52. Und wir müssen uns schon Analysten anschließen und an die positiven Prognosen glauben, damit wir dann in 2020 einen fairen Wert bzw. eine leichte Unterbewertung haben. Der Fair Value Dividende hingegen, der liegt bei 51 US-Dollar, da ist dann die Aktie fair bewertet, hängt damit zusammen, dass die 3% Dividendenrendite allgemein in der historischen Betrachtung immer noch relativ hoch sind, wenn man 10 Jahre lang zurückschaut, was ja hier gemacht wird. Also, so viel zu Coca-Cola. Dann kommen wir zu dem Herausforderer von Coca-Cola und das wäre Pepsi. Bei Pepsi übrigens, die sind kein reiner Getränkehersteller. Ich habe hier mal die Marken von Pepsi mir anzeigen lassen. Und das sind ja die Top Global Brands. Die haben einen, Pepsi hat einen Product Explorer. Nee, Diageo hat einen Product Explorer. Na, egal. Jedenfalls sehen wir hier Getränke auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Snacks. Sieht alles sehr gesund aus, was die hier haben. Wir sehen also ja, sowohl Getränke als auch hier Sachen, die man tatsächlich essen kann. Und die Getränke machen 46% aus vom Umsatz und die Snacks und so weiter hier, das sieht auch ein bisschen gesünder aus, die machen 54%. Nee, wie viel? Doch 54% vom Umsatz, genau. Also kleiner inhaltlicher Unterschied zu Coca-Cola, die nur Getränke machen. Und wo war ich jetzt hier? Ne? Genau. Wir sehen, dann gucken wir erstmal wieder hier auf die Entwicklung von Umsätzen und Margen. Ein Umsatzanstieg, ein Anstieg hier der Umsätze und einen leichten Rückgang der operativen Margen, wie immer. Wie kommt das zustande? Und auch hier ist der Kauf eines Abfüllers die Ursache, also im Getränkebereich. Und zwar wurden das, was habe ich hier notiert, 2010, 2011, ja, habe ich einfach nur geschrieben, Übernahmen von Abfüllern. Ich habe gar nicht geguckt, wie die hießen, oder ich habe es mir auf jeden Fall nicht gemerkt. Und dann gab es aber auch noch den Kauf eines russischen Nahrungsmittelherstellers namens Wimbledon Foods. Und das hat dazu geführt eben, dass die Umsätze relativ stark angesprungen sind und die Margen zurückgegangen sind, ein bisschen analog zu Coca-Cola, sicherlich auch wegen den Abfüllern begründet. Und seitdem laufen die Umsätze doch hier eher seitwärts, während die Margen, gucken wir uns jetzt mal an, 14,5% und aktuell knapp 16% wieder leicht angezogen sind. Wir haben also mit den Umsätzen eine Seitwärtsbewegung seit 2012. Hier ist 2012. Die Pro-Aktie-Kennzahlen sind aber weiter gestiegen.
und ebenfalls auch die Dividenden. Und langfristig sieht es ja schön aus. Sieht ja noch schöner aus als bei Coca-Cola. Man mag sich jetzt natürlich wieder wundern, wie kann das sein, wenn die Umsätze seitwärts gelaufen sind und die Margen nur ganz, ganz leicht gestiegen sind, dass wir dann pro Aktie von 3,92 auf 5,13 gekommen sind. Und beim Gewinn, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, unter anderem eine Bereinigung der Steuerreform, wie ich sie hier notiert habe. Ansonsten wären die Gewinne jetzt irgendwo hier total im Keller, was meiner Meinung nach irreführend ist. Gucken wir mal in die Vollanalyse, ob die uns Antworten liefert. Und auch da mal das Layout ändern. Und da gucken wir uns mal die Aktienrückkäufe an. Und da sehen wir, dass die Aktienrückkäufe doch ein Ticken über der größer sind als bei Coca-Cola. Also wir haben ja den Zeitraum von 2000, ab der Zeitraum ab 2012 ist ja für uns interessant. Und da sehen wir, dass ja immer Aktien zurückgekauft worden sind. Und wenn wir mal schauen, was es dann hier gemacht hat, da sehen wir, dass es schon hier 4 Cent gewesen sind. Hier waren es 9 Cent, 10 Cent, 10 Cent, 5 Cent, 5 Cent. Und das summiert sich eben doch schon ganz schön, diese Aktienrückkäufe. Und die führen dann eben dazu, dass die Pro-Aktie-Kennzahlen eben trotzdem ansteigen. Das ist dann eben so. Ja, die Dividenden an sich sind sicher, ne? Wir hatten ja bei Coca-Cola eine Unterdeckung gehabt. Die haben wir bei Pepsi-Cola nicht. Juhu, juhu, juhu. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht so arg damit beschäftigen. Ansonsten sieht es doch recht ähnlich aus wie bei Coca-Cola. Ein bisschen Goodwill, Treasury Stocks, Schulden. Also nichts Besonderes, würde ich sagen. Dann gucken wir mal die Bewertung an. Dividendenrendite, ähnlich wie bei Coca-Cola, gerade auf einem lokalen Tiefpunkt angelangt. Wie viel kriegen wir denn? Wir kriegen 2,8%, etwas weniger als bei Coca-Cola. Hätten auch hier noch innerhalb der letzten 12 Monate 3,9% bekommen, also mehr als bei Coca-Cola. Jetzt kriegen wir weniger als bei Coca-Cola. Schade, schade. Aber wir haben ja hier Dividendenwachstum. Das ist wie bei Coca-Cola. Müsste irgendwann mal 3,2% geben in 2021. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Wenn wir hier auf den Kurs schauen, sehen wir auch das gleiche wie bei Coca-Cola. Wir sehen eben stark angestiegenen Kurs. Und dann natürlich wieder eine Bewertung, die mehr oder weniger sportlich ist. Haben hier eine faire Bewertung, die irgendwo bei Gewinn und operativen Cashflow liegt zwischen 103 und 157 US-Dollar. 134 US-Dollar kostet die Aktie. Und wir müssen schon ein bisschen in die Zukunft schauen, bis dann der faire Wert erreicht bzw. sogar überschritten wird. Wäre dann 2021 der Fall. 2020 hätten wir einen fairen Wert laut dem Gewinn. Der operative Cashflow hängt etwas hinterher. Wir konnten auch noch die Dividende anzeigen lassen. Selbst da ist die Aktie leicht überbewertet. Laut Dividende wäre der faire Wert bei 125,50 US-Dollar zu 134 US-Dollar. Tja, das sind halt die Zeiten, das sind die Aktien relativ teuer, darf ich sagen, ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten, der heißt Diageo. Diageo, was machen die? Die machen alkoholische Getränke, die haben jetzt keine weniger Ab die Abfüllanlagen, und natürlich haben sie das auch und das betreiben sie auch selber. Sie haben aber jetzt auch Distillerien und was kommt da raus? Da kommt Wodka Smirnoff raus, Johnnie Walker und so weiter. Und hier ist der Brand Explorer und da sieht das schön aus. Hier sind die ganzen Dinge, mit denen man seine Sorgen ertränken kann, aber nicht sollte. So, gehen wir nochmal zurück. Hier waren wir richtig. Wenn wir uns mal wieder von der Umsatz- und Margenseite nähern, was sehen wir da? Wir sehen hier, was ins Auge fällt, einen Umsatzrückgang oder fallende Umsätze. Aber steigende Margen, genau das Gegenteil von dem, was wir bei den beiden anderen Unternehmen gesehen haben. Und seitdem aber schön steigende Umsätze im Gegensatz zu Pepsi und Cola und Margen, die mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter gehen, die aber im langfristig gesehen noch recht konstant sind. Momentan eine operative Marge von 31,4% kaufmännisch gerundet. Und das ist ein Allzeithoch. Also mit anderen Worten, Diageo. Geht's gut, operativ. Und ich habe natürlich geschaut, was das hier war.
Und das ist ganz interessant, es war Burger King. Nämlich Diageo hat Burger King gehört und dann gab es ein Spin-off. Das heißt, Burger King wurde verkauft. Und dann sind natürlich die Umsätze nach unten gegangen, aber die operativen Margen sind angezogen. Und dann schauen wir mal weiter auf die Pro-Aktie-Kennzahlen. Die sehen natürlich sehr schön aus hier. Ich muss schon sagen, in 2023 haben wir den Rückgang, aber der war sicherlich außerordentlich begründet. Wenn man die Nettomarge, ja genau, wenn man die Nettomarge einblendet, dann sieht man, dass operativ das Geschäft in Ordnung war, dass aber außergeschäftliche Vorfälle dazu geführt haben, dass die Nettomarge in den Keller gerauscht ist. Daran erkennt man sofort, dass operativ alles in Ordnung war bei Diageo auch 2003. Das hat zugegebenermaßen ein schwieriges Jahr gewesen. Ist 2003, da waren die Börsen am absoluten Tiefpunkt angelangt. Nun ja, also steigende Umsätze, steigende Dividenden, steigende operative Cashflows. Der Free Cashflow steigt auch, da sind wir aber froh. Und die Dividenden sind auch gedeckt. Das sieht erstmal alles gut aus. Dann würde ich sagen, wir gucken mal in die Vollanalyse an, der Vollständigkeit halber. So, und das sehen wir. Was? Also vielleicht ist das eigentlich schon das Interessanteste. Wir sehen, dass es seit 2011, eigentlich schon seit 2010, faktisch keine Aktienrückkäufe mehr gibt. Als Burger King, nee, Burger King ist da verkauft worden, okay. Es gab Aktienrückkäufe und die gibt es aber seit längerem mehr, stattdessen nicht mehr. Stattdessen wird die Anzahl der ausstehenden Aktien leicht erhöht in den letzten Jahren. Hier sind jetzt mal die Anzahl der ausstehenden Aktien leicht zugegangen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir hier die Pro-Aktie-Kennzahl uns anschauen, dann sind die mehr oder weniger unbeeinflusst von Aktienrückkäufen. Ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall eine Vorsichtfalle weniger. Die Dividende, da ändern wir nochmal kurz das Layout. So, kommen wir mal zur Bewertung wieder, ne? Dann schauen wir uns mal die Dividendenrendite an. Auch die ist, muss ich leider die euch enttäuschen, auf dem lokalen Tief angelangt mit 1,95%. Man hätte noch innerhalb der letzten 12 Monate 2,8% dafür bekommen. Auch hier ist natürlich, sind ansteigende oder anziehende Kurse für verantwortlich. Vor kurzem noch war die Aktie für 25,43 britische Pfund zu haben. Das ist ein britisches Unternehmen übrigens. Jetzt kostet die Aktie 34 britische Pfund, führt dazu, dass die Aktie basierend auf den historischen Bewertungsmaßstäben recht teuer erstmal scheint. Da wäre die Aktie zwischen 24 und etwas mehr als 25 britische Pfund wert. Und wir müssen schon wieder in die Zukunft gehen bis zum 30.06.2021. Das Geschäftsjahr endet also am 30.06., um wirklich so zu einem fairen Wert zu kommen. Und die Dividende, die steigt von 1,95, wenn man es jetzt kaufen würde, auf 1,97, wäre erstmal nicht so viel. Warum wäre es nicht so viel? Weil wir nur ein halbes Jahr Wachstum haben oder Zeit haben, dass die Dividende wächst. Und dann, es werden auch nur zwei Dividenden, glaube ich, gezahlt bei den Briten. Und dann 2,2 im Prinzip und dann 2,3%. Gut, das war so viel zu Diageo. Dann gucken wir uns das Ganze mal im Dividendenbenchmark an, wie sich das verhält. Da holen wir jetzt nochmal Coca-Cola und Pepsi dazu. Und dann sehen wir, dass Diageo die niedrigste Dividendenrendite hat mit ungefähr 2% gegenüber Pepsi mit 2,8 und Cola mit 3,5. Und wir sehen aber, dass Diageo im Jahre 2039 Coca-Cola überholen wird. Was wir hier sehen, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Cola und Pepsi. Die ersten Jahre sind keine Hochrechnung, die sind 1 zu 1 aus den Analystenschätzungen übernommen. Danach fängt eine Hochrechnung an. Da läuft also dann ein Algorithmus und der Algorithmus, der geht von, oder der macht die Dividendenschätzungen vorsichtig. Der orientiert sich entweder am geschätzten Zuwachs der Dividende fürs laufende Geschäftsjahr oder am jährlichen Zuwachs der Dividende auf die letzten 5 Jahre. Und zwar nimmt er das niedrigere von beiden. Also bei Coca-Cola die 2%, was jetzt auch erstmal nicht so unrealistisch ist, wenn ich mir hier die Ausschüttungsquoten ansehe, dann bei Diageo nicht die knapp 9%, sondern 5,3% und bei Pepsi 5,3%.
Und dann gibt es auch noch einen Abschlag von 2 auf 100 pro Jahr, um einfach zu simulieren, dass das Dividendenwachstum tendenziell eher sinkt als steigt. Und wenn wir uns eben das Ganze anschauen, dann sehen wir, dass langfristig Pepsi hier die höchste Dividendenrendite abwerfen würde. Und gefolgt erstmal für lange Zeit von Coca-Cola und Diageo, holt dann aber beständig auf. So viel zum Dividendenbenchmark. Gucken wir uns vielleicht nochmal die Kennzahlen hier an zur Dividende. Marktkapitalisierung vielleicht auch interessant, sind alles Giganten. Sogar Diageo, was vielleicht der eine oder andere noch nie gehört hat, die bringen 90 Milliarden Marktkapitalisierung auf die Waage. Gefolgt von Pepsi mit 166 Milliarden und immer Euro. Und dann Cola knapp 200 Milliarden. Dividendenrenditen habe ich ja schon erwähnt. Da ist Coca-Cola die höchste, dann gefolgt von Pepsi, Diageo. Ausschüttungsquoten etwas hoch bei Coca-Cola, gefolgt von Pepsi mit um die ja, zwischen 73 bis 76%, je nachdem, ob man auf den Free Cashflow oder auf den Gewinn guckt. Diageo hat die beste zwischen 56 und 59%. Und wir sehen auch hier, dass die alle schon ihre Dividenden lange erhöhen. Coca-Cola sogar seit 57 Jahren. Und wir sehen auch hier in den Stabilitätskennzahlen, dass die Dividenden sehr, sehr stabil, also zuverlässig, vorhersehbar gesteigert wurden. Gut, so viel dann zu den drei Kandidaten im Bereich Lebensmittel, in Anführungszeichen. Wobei, ja gut, wir haben gesehen, Pepsi macht ja echt Lebensmittel. Dann gebe ich die Abstimmung frei. Bedanke mich, dass ihr oder dass du so lange durchgehalten hast für das Video und bin gespannt, wer das Rennen macht. Bis bald. Ciao.